Willkommen zurück zu Let's Go Pikachu hier auf meinem Kanal. In der letzten Folge haben wir Vertania City erreicht, wir haben einen Nidoran gefangen und als nächstes geht es auf in den Vertania Wald, denn dort gibt es wieder einige Pokémon, die ich gerne hätte. Hier lang. Ich glaube, hier auf Route 2 sind die Pokémon schon ein wenig stärker. Oh, Mirabla! Wow. Trauerspiel. Ein Trauerspiel. Ich bin echt nicht gut im Fangen, Leute. Klasse, Mirapla wurde gefangen. Also ich wäre schon gerne Level 10 mit Pikachu. Wenn ich aus dem Vertania Wald rauskomme, mindestens. Da muss ich ja auch Ziele setzen. Das hat jetzt sehr gut geklappt, hätte ich nicht gedacht. Habitat erreicht Level 4. Ehrlich gesagt, auch egal. Die Musik hat mich früher bekloppt gemacht. Da ist ein geiles Kakuna. Hornlio. Großartig. Oh Gott, ernsthaft? Beim letzten Mal ist rausgeflogen? Da will mich das Spiel zwingen, einen Bären einzusetzen. Pikachu ist schon Level 9. Er ist wieder schneller als gedacht. Gegen den Mann, oder? Ja. Ich würde tatsächlich auch Hornio jetzt in mein Team reinpacken. Habitat dafür raus, damit ich einen Bibor kriege. Ich mag Bibor. Ich mag sowas noch viel, viel lieber. Drei Pokébälle wieder bekommen. Ich glaube, ich synchronisiere jetzt wirklich nur noch irgendwie. Das ist ein Raupi! Verdammt, das muss ich gleich haben. Und Raupis sind hier seltener als Hornlios. Glaube ich, mich zu erinnern. Bei Evoli ist es genau umgekehrt. Okay, probieren wir mal eine Bäre einzusetzen. Egal. Das sind zwei Raupis. Kreuz und Ritz und Wehrfliegen, die Bälle hier.
erste Raupi wurde gefangen. Ja, aber ich möchte Raupi im Team haben. Ist ja Blatten, das aber auch. Level 3. Gucken wir erstmal, was das hier für ein Level hat. Und dann entscheide ich spontan. Jetzt habe ich gar nicht drauf geachtet, welches Level das Bobby war. Okay, Pikachu ist schon mal Level 10. Jetzt gucken wir mal. Auch Level 3. Ich hätte aber gerne ein weibliches Raupi. Team hinzufügen. Ja. Bewegen ist auf R. Dann gucken wir mal weiter. Oh, das ist ein kleines Raupi. Einfach fabelhaft. Sehr schön. Ja, so kriege ich natürlich auch mehr Erfahrungspunkte, wenn ich jetzt kleine, große und natürlich eine Fangserie jetzt mache. Ja, Leute, Level up, wir wissen es. Wollen wir eine Fangserie starten? Ich glaube ja, oder? Einfach Farbe. Raupi wurde gefangen. Sehr gut. Das ist sogar ein Saftkorn. Oh, wir sind jetzt reingelaufen. Only. Nö. Flucht. Ja, möchte ich abbrechen. Ich will ja meine Fangserie jetzt nicht ruinieren. Ah, ein großes Raupi. Vielleicht ist das ja was Gutes. Boah. Ja, aber die Frage ist halt, wie stark ist das Raupi? Wenn es auch ein 5er ist, würde ich das natürlich eher nehmen. Ist ein 3er. Da bin ich jetzt echt in Sonio reingelaufen. Aber noch 10 Pokebälle. Das ist auch noch ein Nachteil. Zur Not könnte ich einfach nach Britannia City zurück und neue holen. Yay, und das nächste Raupi gefangen. Das ist sogar ein Level 6 Raupi. Oder? Was ist Fangserie 6? Wieder ins Menü gehen. Es ist tatsächlich Level 6. Ja gut, dann tschüss weibliches Raupi, hallo männliches Raupi. Das wird doch egal. Was machen Raupi?
schön. Und Miraplast von Level 10. Taubsi auch. Nichtsdestotrotz, ich brauche Pokebälle. Oh. Nö. Jawohl. Cut für Level 11. Ich glaube, ich gehe jetzt erstmal zurück, Pokebälle holen. Oh nein, ich gehe erstmal das Rauch hier. Ich kann es einfach nicht sein lassen. Aber wer weiß, vielleicht kriege ich hier noch irgendwelche Pokebälle. War doch früher auf Level 5. Ey, Raupi entwickelt sich! Und da haben wir unser Saftkorn. Ja, wenn ich jetzt Level 10 mit Saftkorn erreiche, dann habe ich ja meinen Smetball endlich. Hier lang. Gegengift, okay. Ja gut, hier sind ja auch Hornius. Da ist ein winziges Raub, also normales Raupi. Der will nicht kämpfen, aber der will bestimmt kämpfen, yep. Jawoll, du hast auch Pokémon, oder? Dann lass uns kämpfen. Lass mich erstmal das Wasser einschütten. Ich hab Durst. Heute Abend gönnt ihr, glaube ich, erstmal lecker Fanta. Aber jetzt muss Wasser reichen. André. Mein lieber André, ich weiß, dass du was guckst. Ich werde jetzt den Hintern von Sohlen, du kleiner Käfersammler. Also Grüße gehen raus. Kampfattack ist, glaube ich, nicht effektiv. Ja, Kampf-Pokémon haben ja Angst vor Käfer. Ja! Ich weiß nicht, jeder normale Mensch würde auf die Fuß krass Donnerstag einfach sterben. Ah, die Pokémon, die verlieren nur ihre Kampfpunkte und können wieder geheilt werden. Ah, ich habe verloren. Das war wohl ein Fehler, Raupi einzusetzen. Ach. Und 3 Pokébälle dazu bekommen. Das ist das Wichtige daran gerade. Ah, dum-dum-dum. Ach, komm. Ah. Das waren die 3 Pokébälle, die ich gerade gewonnen habe. Klasse, Raupi wurde gefangen. Aber es gibt echt viele Erfahrungspunkte. 96 ist schon nicht schlecht. Ja, natürlich soll einer Teil der Spitze vergessen werden. Ach, ich hätte auch lieber Tackle vergessen lassen sollen. Ja, Nidoran soll auch doppelt werden. Energiefuck. Silberblick weg. Thank you.
Items rum, die keiner mehr will. Himbeeren, auch nicht schlecht. Davon haben wir. Ich werde halt schon gehen, dass mein Saftbahn Level 10 wird. Was das gerade für ein Delay war. Der Wurf ist schon eine Sekunde hier bei mir ausgeführt worden, dann flog erst der Pokéball. Komm, wir gehen jetzt einfach mal weiter durch den Britanniawald. Und wenn wir Glück haben, bekommen wir noch ein... Oh mein Gott. Scheiß auf die Fangserie. Hier ist ein Bisasam. Hallo? Himbeere. Das muss ich haben. Ja, komm. Dann werfe ich Radfatz aus dem Team. Hauptsache, ich habe einen Bisasam. Obwohl, dann habe ich ja zwei Pflanzen-Pokémon. Ach, scheißegal. Nein. Pikachu soll nicht Doppelteam lernen. Bisa. Saftkomm braucht noch zwei Level. Wie geil. Geil. Geh weg, ey. Kackenradfratz. Am Professor schicken. Kann man nicht auch irgendwie... Man konnte doch... Wie so ein Cursor alles auswählen, oder? Ich weiß es schon nicht mehr. Auf jeden Fall, ich hab einen Bisasam. Die Fangserie ist jetzt natürlich weg. Also die Fangserie für Raupi. Boah, ich kam halt nicht auf den Namen. Raupi. Göre Tamara. Keine Ahnung, was Stärkenschwächen waren. Ah, nicht sehr effektiv. Aber effektiver ist ein Donnerstock, denke ich mir einfach mal. Deswegen machst du das bitte nochmal, Pikachu. Oh, Nidoran weiß schon, dass sie. Hey, einfacher Pokémon-Trainer drückt sich tiefer im Kampf. Deo. Komm ran, Deo. Der ist sprachlos, der Kleine. Hier ist nichts mehr, okay. Hier ist ein Item. Ein Trank. Bin ich jetzt irgendwie falsch gelaufen? Nee, ne?
Doch, ich befürchte, ich bin falsch gelaufen. Ups. Wird nämlich zu sagen, noch mal gerne heraus aus dem Vitania-Wald, denn ich habe ja jetzt meinen Bisasam, wenn ich jetzt gar nicht gerechnet hätte. Und kämpfen. Ja, kämpfen bedeutet ja auch gleichzeitig wieder Erfahrungspunkte und Pokébälle und Geld. Göre Ava fordert dich heraus. Hast du ja gefunden, das Fressen für Pikachu. Einmal Donnerschlag und Bums ist natürlich tot. Hier, friss. Du hast ja einen Volltreffer gelandet. Wie dumm die aus der Wäsche gucken immer. Wieso trifft? Boah! Das ist so nervig. Wenn ich einen Pokéball-Controller doch finden würde. Was ist das Ding? Seit dem Umzug finde ich einfach gar nichts mehr. Später noch gebrauchen. Oh, ein großes Mirapla. Das würde ich sagen. Wieso trifft der jetzt auf einmal einfach Fabler? Der gleiche Wurf vorhin, wirklich. Ich habe die gleiche Handbewegung gemacht. Ging daneben. Hier, schon wieder. Level, so anderthalb Level für wieder drin. Oh, Giftpuder ist sehr, sehr geil. Käfersammler Max. Jetzt können wir es komplett nicht wieder auf nur mit Pikachu durchführen. Oder als Oh, ging schnell. Ich gebe auf, du bist voll stark! Du nimmst 36 Pokédollar. Und 3 Pokédollar natürlich auch noch. Schau mal, was es hier noch Schönes gibt, wenn es denn hier was gibt. Okay, was hast du zu sagen? So ihr Lieben, in der nächsten Folge werden wir Mamoria City betreten. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen und ich hoffe,
ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst einen Daumen da. Hinterlasst mir einen Kommentar. Würde mich wirklich sehr, sehr freuen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut.